Grüß euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute möchte ich euch mal ganz was anderes sagen. Ich hoffe, dass den ein oder anderen interessiert. Und zwar habe ich beim Aufräumen zwei so Schachteln gefunden. Ich zeige es euch gleich, um was das es geht. Und dieses Teil. Und werden wir mal die Kamera umstellen und dann sage ich es euch und ihr werdet es gleich sehen. Es geht um diesen, ich habe das eine schwarze Mappe genommen, dass ihr es besser seht, Klingenschärfer. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich den noch habe. Das war ganz hinten im letzten Eck war das versteckt. Einen Klingenschärfer, und zwar habe ich mir da schon eine Rasierklinge hergerichtet, und da habe ich, wie gesagt, zwei Stück davon. Was ist das? Der eine Klingenschärfer von Sieger, und das ist auch einer Gebrüder Schmidt Sieger. Das wurde da produziert, habe ich mir da ein bisschen schlau gemacht, weiß nicht, ob es stimmt. Bitte, da jetzt mit da korrigieren. Von 1950 bis 1960 wurden die Teile da hergestellt. Ich habe da, wie gesagt, zwei Stück. Mit Rasierklingenschärfer, Gebrauchsanweisung, mit Gebrauchsanweisung. Werdet ihr bestimmt auch schon kennen. Und vielleicht habe ich Glück und der ein oder andere kennt es nicht. Hier steht das alles schön drin. Also wie gesagt, habe ich hier, das haue ich einmal bloß einmal da rein, das räume ich dann später auf, sonst dauert das Video zu lange. Und auch hier ist die Bedienungs- und Gebrauchsanweisung dabei. So, wie funktioniert das Teil? Das werdet ihr bestimmt auch wissen, oder? Man macht hier auf, machen wir mal ein bisschen Platz, hier auf und habe ich da von mir schon eine alte Rasierklinge rausgetan. Steck das Teil da rein. Aha. Ich habe jetzt gerade was festgestellt. Das, da gibt es extra so Klingen wahrscheinlich. Bei denen geht es jetzt nicht. Da muss man extra so Klingen haben. Aha. Okay, auch kein Problem. Testen wir das andere, weil ich habe da noch so alte Klingen noch gefunden. Schauen wir mal, ob es da reingeht. Ah, hier geht's. Seht ihr das? Hier geht's, weil da gibt es nämlich andere Klingen, die haben da hier andere Aussparungen. Also sprich hier und hier. Okay, dann tut man das hier so rein, macht dazu und fährt einmal hin, fährt einmal her und es schleift angeblich die Rasierklinge. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Machen wir es jetzt einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie oft. Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung oder die Gebrauchsanleitung gar nicht gelesen. Aber es spricht dafür sich. Wie funktioniert das? Es geht zu. Die beiden Backen hier und die Backen hier schleifen da immer so entlang. Seht ihr das? Mach's einmal ganz langsam. Natürlich ist da der Druck da drauf. Und dann wird es geschliffen. Ganz eine raffinierte Sache, gell? Was die da so früher gemacht haben. Machen wir nochmal ein paar Mal, damit es auch rentiert. Weil ich möchte das dann später testen. Und so hat es ja früher nicht viel Geld gegeben. Und da haben sie die immer ihre Rasierklingen selbst geschärft. So, jetzt lass es mal gut sein. Dann machen wir das auf.
Ich weiß noch von meinem Vater her, jetzt lege ich das Bus hier ab, oder stellen wir es daher, dann sieht man das noch schön. Ich weiß noch von meinem Vater her, der hat das dann immer so gemacht. Also ohne den Gerät und so. Man kann es auch auf Leder abziehen. Und jetzt kommt das Allerbeste noch dazu. Dieses Gerät, ich weiß jetzt gar nicht, Rotbart-Tank heißt das. Und jetzt kommt das Schärfste. Man macht die auf, legt die Rasierklinge da rein und da sind zwei Lederteile. Warte mal, vielleicht kann ich es euch mal so zeigen. Das dreht sich dann immer so. Leder, Leder. Das zieht dann die Klinge ab. Stark, oder? Habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich das da noch habe. So, dann legt man die Klinge, muss ich das doch mal ein bisschen hier auf die Seite legen, die Klinge hier ab. Na, was nicht früher alles so gegeben hat, Wahnsinn. Das passt wunderbar, habt ihr gesehen? Macht man hier zu. Und jetzt, dass ihr das seht, dreht sie das jetzt und der Druck geht da von der Klinge direkt runter, dass sie die Klinge so aufwölbt, konkav, wölbt sich auf und dreht sich um. Seht ihr das? Raffinierte Sache. Das Leder geht wieder rüber, dreht sich um, Leder geht wieder rüber, dreht sich um. So, dann machen wir das zu. Dann dreht man das so ein paar Mal. Ich weiß nicht, wie oft man das machen muss. Da habe ich nämlich keine Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung dabei. Aber was denn früher alles gegeben hat, gell? Also schon echt Wahnsinn. Dann macht man hier wieder auf. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Halt es mal ein bisschen so her. Man kann auch, habe ich mir überlegt gerade, hier so ein bisschen Schleifpaste drauf tun, für einen Lederabziehriemen. Vielleicht, dass das dann irgendwie besser geht, aber vielleicht geht es auch so, ich weiß es nicht. Seht ihr das? Und wenn ich jetzt da schaue, also wirklich gucke, der Grat, oder nicht der Grat, sondern die Poliere von den, von, warte, machen wir das auf, dann seht ihr das besser, was ich meine. Ist wieder eigentlich ganz hübsch geworden, muss ich sagen. Also, hier, der Grat hier, werdet ihr wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Hier oder hier unten spiegelt es direkt. Also ist eine ganz tolle Sache. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich das habe. Ja, brutal. Ja, jetzt werde ich das dann nochmal hier mit dem dann nochmal ein bisschen hin und her ziehen. Dann nochmal hier ein bisschen noch abziehen. Und dann schaue ich mal, ob ich hier... Weil ich mache das immer hier mit meinen Konturen, da hier ein bisschen so ausrasieren, hier ausrasieren und hier unterm Bart hier ausrasieren. Ja, meine lieben YouTube-Freunde, das war's dann schon wieder. Wenn der eine oder andere ein Interesse daran haben sollte, eventuell an einem Teil oder an den beiden Teilen hier, was ich da noch habe, ja, kann sich melden bei mir, da wären wir sich irgendwie einig oder mit dem Teil noch dazu zum Abziehen, ne? Schauen wir mal, wenn nicht, auch egal, ich wollte es euch gerne mal zeigen, ich weiß nicht, wo sie da verlangen soll, vielleicht ein zweiter Pack und das war es dann schon, Versandkosten, wenn ich heute tue es wieder rein in mein Regal, jetzt weiß ich es dann, wo ich es hin tue. Na gut, meine lieben Freunde, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Und, genau, nicht vergessen, Abo, teilen, liken. Wäre ich euch dankbar dafür. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Pfiat euch. Servus.